Willkommen zurück bei Fireman Path of Radiance. Wir befinden uns jetzt in Kapitel 24 und der Titel dieses Kapitels lautet Freunde im Krieg. Zumindest gehe ich davon aus, dass I-Punkt im bedeutet, das würde auch auf die anderen Wörter Sinn machen, also. Naja. Sehen wir die schöne Karte. Da ist die Brücke, auf der wir gekämpft haben. Die Armee von Primär besiegt General Petrina, eine von König Ashnards gefürchteten vier Reitern, und kehrt endlich in ihre Heimat zurück. Die Rückkehr der Prinzessin wird mit Jubel und Tränen der Gefolgsleute überall wie Überlebte gefeiert. Solange wir Prinzessin Elinja haben, wird Primär befreit werden. Dies sind die Worte, die dem vollkommenen Damen, als es unter dem Joch der Invasoren zu leiden hatte. Die stumme Masse, die sich nach dem Wiederaufbau ihrer Heimat sehnt, gibt langsam ihrem Raum eine Stimme. Sie sind sich sicher, dass ihre Träume von einem befreiten Primär nicht nur Träume bleiben. Keine Ahnung, wieso sie es überhaupt abkürzen. Ja, vielleicht ist es ja doch ein längeres Wort. Wo ist es jetzt schon wieder? Delbray? Kann das sein? Es gibt keinen Grund, meine Worte anzuzweifeln. Die Prinzessin ist nach Kremer zurückgekehrt. Lady Lucia begleitet sie. Sie sollten in diesem Moment auf dem Weg hierher sein. Wie unsagbar lang ist es her, dass wir die Prinzessin gesehen haben. Wir haben für den Tag gelebt, an dem wir das Heer von Dain mit Blindheit schlagen können und sie nach Hause bringen. Und nun ist dieser Tag endlich gekommen. Wahrhaftig, für seine Majestät, für die Königin und auch für Kronprinz Renning. Wir müssen an einem Strang ziehen und unsere geliebte Prinzessin Elinja unterstützen. Ja, wenn alles gut geht, wird unser sehnlichster Wunsch Wirklichkeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wenn wir die Prinzessin und ihr Gefolge angemessen begrüßen wollen, haben wir noch viel zu tun. Stimmt, wir müssen es jedem mitteilen. Wir müssen die Aufgaben verteilen und sofort mit den Vorbereitungen für das Fest beginnen. Blumengebinde für die Gemächer der Prinzessin müssen gesteckt werden. Oh, wir dürfen außerdem Musik und Unterhaltung nicht vergessen. Ja, wen interessiert die Unterhaltung einer Prinzessin in solchen Zeiten? Ich vermute, mein Silberbesteck, welches ich verstecken konnte, sollte ich dann auch putzen. Ihr besitzt solch feine Dinge. Ich dachte, so ein derber Kerl wie ihr hätte das schon für eine Lammkeule verkauft. Ich habe das Silber von seiner Majestät bekommen, als er mich zum Ritter schlug. Ich hab's extra für solch eine Gelegenheit aufbewahrt. Gut gemacht, dann mal los. Wir werden ab sofort sehr, sehr beschäftigt sein. Das wird ein fantastischer Tag. Wir werden vermutlich angegriffen, wenn wir, nachdem wir da waren. Die Gefolgsleute von Kremer erwarten uns in diesem Schloss Delbray. Ja, während eurer Abwesenheit, Prinzessin, haben wir die Kellergewölbe des Schlosses als geheimen Versammlungsort genutzt. Von dort aus haben wir auch Getreue informiert, die sich im ganzen Land versteckt hielten. Keiner von ihnen wurde enttarnt. Wir haben uns als Händler oder Bauern ausgegeben und Dain hat uns dann als solche betrachtet. Ihre Arroganz sucht ihresgleichen. Und da wir von eurer Rückkehr wissen, holen wir unsere Rüstung aus den Verstecken und das Polierzeug dazu. Eure Rüstung? Händler? Jeffrey ist eine Sache, aber ich kann mir Yuri absolut nicht als Händler vorstellen. Niemand konnte das, daher hat er sich als Straßenkünstler ausgegeben. Aber das kann ich mir vorstellen, ich bin sicher, es sah vorzüglich aus. Hat er auch gezaubert und mit Sachen jongliert? Und Jeffrey hat niemals einen Händler mit solch einer perfekten Körperhaltung gesehen. Das hört sich ganz nach ihm an. Drei verschiedene Mädchenstimmen auf einmal, ich kann das nicht.
Prinzessin Ninja scheint sich richtig zu amüsieren, sie lächelt und lacht schon seit Stunden. Es scheint, dass Lucy und sie zusammen aufgewachsen sind. In ihrer Nähe fühlt sie sich absolut entspannt. Die Prinzessin erschien auch guter Laune zu sein, als sie bei uns war, aber ich vermute, sie hat eine gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Wenn ich sie mir jetzt so ansehe, fällt mir wieder ein, dass sie noch ein junges Mädchen ist. Was wir hier sehen, ist die Prinzessin, bevor sie von den Dahlen verfolgt wurde, ist die wahre Prinzessin Elincha. Es tut gut, wieder zu Hause zu sein, findet ihr nicht? Bei uns liegen noch viele Schlachten, aber für heute Nacht sollten wir entspannt und weniger sorgenvoll sein. Niemand kann diesen Druck auf Dauer weiter ertragen, habe ich recht? Ich denke, du hast recht. So. Neuzugang Ranulf. Und ja, Volker ist gestorben, stimmt. Ja. Das ist alles, ich ziehe mich dann zurück. So, hier haben wir jetzt. Ranulf. Wie viele Truppen können wir überhaupt noch bekommen? Eine. Ja, es kann halt sein, dass es immer dieselbe Truppe ist, die hier versteckt hält, aber wenn wir auf einer sehen, dass mehrere fehlen, können wir sagen, dass so viele fehlen mindestens und das wären in dem Fall zwei. Wie wir es hier bei Iliana sehen. Mia hätte ich ja auch bekommen können, aber die ist eben gestorben. Ja, Ranulf, komm. Was ist mit dem? Ja, Mordecai meinten wir im letzten Part noch, der ist glaube ich auch schon blau, aber ein bisschen fetter als Ranulf. Infonix. Duell, wem können wir das geben? Aber wenn wir so viel Bonuserfahrung bekommen, frage ich mich langsam, ob wir nicht irgendwie 15 Truppen mal so am Ende nutzen müssen. Und so viel hätte ich nicht, da müsste ich halt eine Truppe extrem leveln und hier wieder was ausrüsten. Aber jetzt haben wir im letzten Part erstmal hier wieder was bekommen, daher würde ich sagen, geben wir das erstmal weg. Ronaldo, ja, ist A, das schafft er nicht. Hat halt viel Kraft, aber gerade nichts, was ich will. Stattdessen machen wir Schmiede rein. Und wer kann noch was gebrauchen? Stimmt, wir hatten die Lanze erhalten letztens. Dafür geben wir die Lagus-Lanze weg. Aber es wird nicht lange überlegen. Die Feuerlanze, eine Anwendung bereits verloren, weil sie Petrine genutzt hat. Dann schauen wir noch, was es hier gibt. Silberaxt, können wir noch was geben? Mit einem Bogen, so der nicht funktioniert, weiß ich ja auch nicht. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, aber bis dahin wird das Let's Play schon zu Ende sein. Fähigkeiten habe ich mich noch nicht informiert. Der hat noch nicht Axt A? Zu viel Bogen in letzter Zeit genutzt, wie es aussieht. Rolfs Bogen. Kann nur von Rolf eingesetzt werden, perfekt. Wie wird das auch geklärt? Ah,
Donner. Das ist sauer, das ist viel zu viel. Aus Verrat und Mord auch der runtergeschwächt in späteren Spielen. Oh, das ist krank hier. Da war es einfach noch A. Ja, wir könnten die Fähigkeit auch einfach mal jemandem beibringen, der keine Fähigkeit hat, soweit. So. Wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir. Nein. Kann ich ja jemand random was geben, um zu wissen, was es ist. Ach, ich informiere mich, was ist. Ist gleich. Also. Ich habe erfahren, dass die Benutzbarkeit der Waffen der Gegner dadurch geschwächt wird. Und wem kann man das am besten geben? Wer könnte ein Waffendestroyer werden? Neo vielleicht. Kult geben wir erstmal weg. Was ist das schon wieder? Schauen wir mal, ob wir irgendwas nutzen können. Es geht nicht. Hä? Ich verstehe nicht, wovon es abhängig ist. Hat er einfach keinen Platz mehr, oder? Ich schau mal nach was an. Also, gerade noch erfahren, dass Reizen dafür sorgt, dass der Gegner einen lieber angreift. Schauen wir mal, wer eine gute Defense hat, dann können wir das ihm eventuell geben. Junge, diese Resistenz, ey. Oscar hat gut, Ike hat gut, aber Ike ist der Anführer, den sollten wir das nicht geben. Titania hat zwar auch gut, aber. Der wollte nichts werden, stimmt. Ich verstehe nicht, wieso die es nicht lernen können. Was mache ich denn jetzt schon wieder falsch? Ja, lassen wir es erstmal auf ihm und sollten dann eigentlich nichts mehr haben, was wir wirklich brauchen. Obwohl. Ja, es kann man so rumgeben. Er ist sowieso mehr auf Blinder, also passt schon. Das kann man dann auch noch den anderen geben. Heilung muss die halt auch noch ein bisschen trainieren. Oh, da kann ich sie hier geben, okay. Halben Schaden 5-mal angreifen. Wer könnte das gebrauchen? Wert bei einem 20 Platz. Herr Murim. Das kann er nicht lernen, das ist nur für Schwert. Ja. Okay, Leute mit Schwert können Astra einsetzen, wie es aussieht. Er hat ein Schwert. Hat er das jetzt komplett verloren? Ich hoffe, dass das jetzt kein Fehler war.
Fähigkeiten spielen keine Rolle mehr aufgrund des Bodens. Ich weiß nicht, können wir hier vielleicht noch irgendwas geben? Nehmen wir Abtrag mal rein. Wer soll weiter stoßen können? Ja, komm. Wer ist ansonsten noch auf? Geben wir es einfach mal erneut, komm. Haben wir jetzt alles aufgebraucht? Wer braucht denn diesmal diese Erfahrung hier? Sollte man nämlich dann doch auch mal ein bisschen nutzen. Gibt es wieder Probleme, so wie mit Soren letztens. Nächste. Ja, Verteidigung und Stärke hat er schon. Aber der hat, denke ich, ein gutes Potenzial, noch einen dritten oder vierten Stat dazu zu bekommen. Geschwindigkeit zum Beispiel. Dann machen wir ihn noch auf 12. Bonuserfahrung am Ende so wichtig sein wird. Wir können uns 30 Level holen, also. Ich denke jetzt nicht, dass. Jetzt wäre so wenig, so viel wie ich ausgegeben haben. Wir sollten eigentlich wirklich gut dran sein. Wir haben auch schon hier 4 Leute Max Level, also. Hier sollten wir erstmal. Lassen. Und dann schauen wir noch, was wir schmieden können. Jetzt haben wir ein Schwert geschmiedet. Dann heute schauen wir mal nach dem Buch. Können wir aber nichts Wertvolles auswählen, wow. Ach, dann nicht. Dann nehmen wir, welche Einheit braucht was. Schwierig. Schauen wir mal. Vielleicht erstmal von ihm was wegmachen. Hier können wir noch nicht nutzen. Na komm, dann geben wir Beut was. Zwar Stahl hält lang, oder? Ja, komm. Basis. Nein! Schon wieder vertippt. Ja, 1500 für Stärke. Ist nix. Wirklich, hier können wir alles maxen. Für 7000 geht es komplett in Ordnung. Waffennamen. Ja, es gibt ja Leute. Die geben ihren Waffen Namen nach Personen, die sie mögen. Das wäre ein Beuts Fall. Naja, er mag ihn vermutlich nicht. Nein! Nein! Zu blöd, das richtig einzugeben, ey. So.
Gleich habe ich's. Ach, nein, das ist einfach voll. Ich war jetzt, den ist. Geben wir dem noch grün. Sehr gut. Sollen wir noch die, das kleine Geld da verkaufen? Oder mal schauen, was die hier hat. Das ist Normalzustand einer Einheit. Ach, keine Ahnung. Weg. Guter mal, weil ich keinen anderen Wert kenne. Sonst haben wir nichts Wertvolles. Weil Geld haben wir auch nicht nötig gerade. Wir haben schon jetzt 20 Minuten darin investiert. Machen wir jetzt noch was? Wer sonst denn hier auflauern? Heute ist der glückliche Tag, an dem die Prinzessin zurückkehrt und die Göttin findet, es passt, uns Regen zu schenken. Sanfter Regen ist wie ein Kuss, ein zarter Duft, ein zartes Gefühl. Ein Wiedersehen im Regen wird besonders intensiv empfunden. Sagt mal, Juri, was meint ihr, wo die Prinzessin und ihre Eskorte jetzt sind? Warum sind sie noch nicht hier? Ja, hör zu, mein Freund. Das habt ihr mich jetzt bereits 58 Mal gefragt und ich habe 57 Mal geantwortet. Aber jetzt beim 58 Mal sage ich, ihr müsst euch beruhigen. Ich weiß, aber es dauert ja nicht mehr lange. Unsere Prinzessin wird mit Sicherheit heute hier ankommen. Ich verstehe eure Ungeduld wirklich, das tue ich. Aber ihr seid der General unserer kleinen Armee und wenn ihr so handelt, werden unsere Männer es euch gleich tun. Ihr habt ihr recht. Ein wahrer Ritter ist der Inbegriff der Selbstbeherrschung. Atmet tief ein. Einatmen und ausatmen und... So. Ha! Er hat geatmet. Soll kein Kampfschrei sein. Scheiße. Und seht ihr... Fühlt ihr euch nicht gleich viel besser? Ja, verdammt, das ist nicht gut. Ich gehe dann mal nach den Sachen schauen. Was soll ich nun mit ihm machen? Sie sind da, ich sehe sie. Was, wirklich? Das sind sie, nicht wahr? Die Armee der Prinzessin? Wo? Zeigt mir, wo ihr hinschaut. Jeffrey, das ist nicht die Prinzessin, das sind Truppen aus Dahlem. Was? Nein, wer sagt mir, dass ihr zu scherzen beliebt? Ah, oh, nee. Sobald wir den Berg dort hinter uns gelassen haben, sind wir im Gebiet von Daybreak. Na, Fury ist vorausgeeilt, daher sollten sie wissen, dass wir kommen. Wenn man vom Teufel spricht, da ist er ja. Ich denke, er konnte es einfach nicht abwarten, euch zu sehen, kommt euch deshalb entgegengeritten, wie süß. Prinzessin Olyncha, Lady Lucia. Juri, ihr habt keinen Grund für solch eine Eile, ich komme euch doch sowieso entgegen. Wir wurden angegriffen, Schloss Debray ist von feindlichen Truppen umzingelt. Nein, das kann nicht sein. Der viel spielt den Köder, ihr müsst auf dieser Straße weiter nach Südwesten gehen. Der Gegner hat uns also gefunden? Wir gegen können nichts ausrichten, ich werde euch zu einem anderen Versteck bringen. Was sagt ihr da, Lucia? Wir müssen Jeffrey helfen, Juri. Wir haben eben keinen Glück, Prinzessin, uns bleibt keine Wahl. Wir müssen unsere Gefährten im Schloss der Great zurücklassen. Nein, das kann nicht sein. Jeffrey und die anderen haben doch überlebt, ich werde sie nicht im Stich lassen. Prinzessin, bitte versteht doch, wenn wir etwas tun könnten, ohne euch in Gefahr zu bringen, dann würden wir glücklich und werden beistehen. Wenn das nicht tun, bitte Lucia, wir müssen zu dem Schloss. Juri, das dürft ihr nicht zulassen. Jeffrey ist ein Ritter. Im Namen der Ehre unseres Volkes, Prinzessin, ist ihr Frieden.
Nein, nein, sie haben doch bereits so lange überlebt, sie leben doch. Nein. General Alk, wir haben nicht viel Zeit. Während wir uns hier streiten könnten, da ein Speer uns ausgeschafft und bewegt die Armee Richtung Südwesten. Nein. Entschuldigt, was sagt ihr? Wir werden zum Schloss gehen. Wenn es von feindlichen Truppen umlagert ist, werden wir uns den Weg freikämpfen. Und uns mit den anderen Rittern zusammenschließen, verstanden? Habt ihr nicht zugehört? Ich sagte, wir haben keine Chance, als sie zurückzulassen. Sie waren in dem Moment verloren, als der Feind sie entdeckt und umzingelt hat. Sie sind nicht so verloren, dass wir sie nicht da rausholen können. Ihr seid der General der Armee von Primär, wenn auch nicht in diesem Moment. Ich hätte gedacht, ihr würdet mehr im Gleichklang mit euren Verantwortlichkeiten handeln. Ich habe mich darum gebeten, General zu sein. Ich wurde es, weil die Zeit und die Umstände es verlangen. Ja, und tatsächlich ist vielleicht auf der einen Seite dumm, so zu handeln, aber es geht dann doch darum, Leute zu retten und seine Armee damit zu verstärken. Also, da muss man manchmal was riskieren. Ne? Das ist selber so. Aber ich habe auch heute selten einen Vertrag mit Prinzessin Winchell, der immer noch Gültigkeit besitzt. Was bedeutet, sie ist unsere Auftraggeberin? Und sagt meine Auftraggeberin, dass sie die Leute, die in dem Schloss festsitzen, retten möchte. Ist das so korrekt, Lynch? Ja, ich will nicht, dass noch jemand geopfert wird. Daher werden wir ihnen helfen. Wenn ihr so besorgt um die Prinzessin seid, dann lasse ich sie in eurer Obhut und ihr sorgt für ihre Sicherheit. Mein Lord, Alk. Solange die Armee der Prinzessin außer Sicht ist, dürfen wir nicht zulassen, dass der Feind sie ausmacht. Wir müssen alles tun, um sie abzulenken. Ja, Sir. Das sind einige. Deswegen merkt das Game bei los. Sie kommen in Sichtweite. Kampfformation. Also, wen haben wir diesmal dabei? Ja, nur 11 Einheiten, kommt, es sind 30. Wieso kann man nicht alle einsetzen, dass so viele bei Elincha bleiben müssen? Nur eine Truppe dabei, die wir nicht brauchen. Nein, aber haben nur 11 Säule drin sein. Nehmen wir mal Oscar raus. Ach, ich will es aber ohne Numerin versuchen. Sie lassen wir jetzt einfach mal. Weil ansonsten hätten wir wieder zu wenig Truppen. Oder? Weiß nicht, was der Kampf von mir erwartet. Aber lass jetzt erstmal die Full-Level-Truppen da. Und schau, was ich mit den anderen machen kann. Druckformation sollte klar sein, Magier nach hinten. Rickard, Alter. Skitado. Diese Flüchtlinge aus dem Meer sind harte Brocken und es sind mehr als ich erwartet hatte. General Rickard, der Feind kommt von Osten mit Verstärkung an. Wie bitte? Es scheint sich um die Armee der Prinzessin von Primär zu handeln. Die Armee, die unsere Truppen im Dahlen von Feld gefegt und General Petrina an der Brücke von Riven besiegt hat, die marschierten auf uns zu. Fantastisch, immer nur Nachzügler zu jagen, ist doch dauerlangweilig. Stampfen wir diesen Gewürm in den Boden und ahlen uns in den Boden. General Jeffrey, das ist die Armee von Primär. Prinzessin Elincha, diese Armee ist auf dem Weg hierher. Diese Narren, was denkt ihr euch nur, Jungen? Oh, Prinzessin, noch ist es nicht zu spät, wie ich bitte. Unser Ziel ist es, die Ritter in der Nähe des Schlosses zu retten. Angriff! Die verwandelt sich zum Glück, die Elf. So, also wir haben aus dem letzten Kampf jemand nichts gelernt, daher stürmen wir jetzt nach vorne.
mit. Wir müssen unsere Axt wieder ein bisschen stärken, daher Wurfball. Ich hoffe mal, dass er bald B erreicht. Reicht er jedenfalls. Doch da könnten wieder durchaus Max-Stats dabei sein. Dafür, dass der schon Max-Stat hat, war das aber ein relativ gutes Level-Up. Oh, die Reiter da drüben können wir eventuell auch gerade besiegen. Nicht mehr geben. Man kann auch das Spiel nach wie lange läuft es jetzt schon? Safe im Jahr. Kann ich auch das endlich mal beenden. Ich habe es ja noch aufgenommen, als ich in einem anderen Zimmer war. Immer noch ein Max. Ich finde es ja immer geil, einen Stat-Max zu haben. Die verschiedensten Stats-Max auf den verschiedensten Truppen. Finde ich einfach geil. Und ich, was ich nicht geil finde, ist, dass der so wenige Waffen hat gerade. So habe ich dem nichts gegeben, ey. Wir werden es noch aufladen. Ach, meine Katze macht schon irgendwas drin. Ich lass die Flasche raus. So, bin wieder da. Jetzt schauen wir mal, was wir am besten machen. Ich würde sagen, Eik rückt ein bisschen nach vorne. Ebenso Kevin. Der kann ein bisschen versuchen, die Reiter auf sich zu lenken. Und dabei die Tomahawk kaputt machen. Wir auch einen weiteren Waffenplatz wieder frei haben. Sein Magiewert sollte da eigentlich gut treffen können. Das war doch so mit der Range, oder? Zwei Anwendungen sind schon weg. Ich darf neben einer Einheit stehen und kann es nicht bei mir selbst anwenden, oder? Was auch immer. Hauen wir einfach den mal random raus. Ich denke, wir werden auf jeden Fall einen Nutzen davon haben. Dass einfach Einheiten weg sind, die weit laufen können. Ich denke, die sollten unsere einzige Sorge gerade sein mit den Feldern. Und Soren steht blöderweise gerade voll drin. Aufstoß. Warte. Wir hatten die geringsten Verteidigungsprobleme. Oder Geschwindigkeit auch in dem Fall, würde ich sagen. In dem Fall stoßen wir Soren mal raus. Und blocken hier. Okay, gut. Haben wir auch das Problem mit den Magiern geklärt, nur an null kann jetzt angegriffen werden, was vermutlich auch passieren wird. Natürlich crittet der mal wieder. Sehr gut. Wir haben Waffendreiecksvorteil. One-hitten den auch. Bekommen auch Probleme. Also solange ist schon wieder ein Crit von denen passiert. Ja, geht ja klar. Der andere wird auch auf Van Wolf gehen. Ja, die müssen noch erstmal treffen.
ist aber so nicht passiert. Er lädt, glaube ich, auch durch deren Angriffe seine Gestalt auf. Die können sich schon verteidigen. Warte, geht es darum, dass die nicht besetzen dürfen? Oder müssen wir besetzen? Ich glaube, er ist das Zweite. Das ist ein Langbogen. Wieso kann der jetzt einen Langbogen einsetzen und ich nicht? Liegt es an der Klasse? Braucht man dafür Schützenklasse oder Meisterschütze oder was auch immer? Wäre vermutlich die Klasse von Rolf gewesen. Ja, Rolf haben wir doch noch. Ja, nicht. Aber auch ehrlich gesagt, echt keinen Bock, die zu nutzen. Was passiert jetzt? Lucia, Juri, seid ihr sicher, dass ihr es tun wollt? Ikes Worte klingen mir immer noch in den Ohren. Wir waren so sehr gefangen von unserer eigenen Überzeugung, dass wir unfähig waren, eure Gefühle zu verstehen. Es tut mir entsetzlich leid, weil ihr beide mich über alle anderen stellt und weil ihr bereit seid, euer Leben für mich zu opfern. Doch selbst wenn ich mir Ikes Stärke leihen und Krimär zurückgewinnen könnte, würde ein Sieg bedeuten, dass ihr euer Leben verliert könnte ich niemals wieder lächeln. Und Freude, niemals wieder würde sie mein Herz erfüllen. Prinzessin Lynche, bitte helft Ike und rettet Jeffrey und die anderen. Dann kehrt zu mir zurück, kehrt Leben zurück. Für euch würden wir die Welt bewegen. Wir werden zurückkommen. Neue Truppen? So, was können die denn? Ja, das sieht schon relativ strong aus und weiser. Hat auch Abtrag. Magiewerte. Ja, ist halt schon wieder Wind. Hauptsächlich, wie es aussieht. Schwertmeister. Zwei neue Truppen und beide scheinen gut zu sein, Junge. Ja, wer passt auf Lynch auf? Ich sehe die schon gar nicht mehr. Niemand würde es wissen, wenn da was passiert. Ich dachte, da oben steht Boyd, aber der hat einen roten Kopf um sich. Ja, moin. Ist eben auch ein. Wie heißt Boyds Klasse normal? Krieger. Bewegt sich mal ganz nach hinten. Ja, und haut eben einfach kurz mal in die Fresse. Nur noch der mit seinem Bogen die Schnauze hält. Hier sind mir zu wertvoll. Ja, normales Silberschwert kommen. Fire Emblem Fates haben die Waffen ja nicht mal Anwendungen.
Das ist schon sehr weird. Ich habe jetzt auch nie wirklich jemanden darüber reden hören, dass das Spiel schlecht macht oder so. Auch interesting. Es gibt viele Leute, die sagen, dass verschiedenes Fire Emblem Fates schlecht macht. Ich kann ihn nicht killen. Ja, okay, so. Oder muss ich oben mit, ich glaube, 3 Einheiten 2 rausnehmen und eine kann auf jeden Fall nicht killen. Eine muss eine Einheit komplett rausnehmen können, damit das gut funktioniert. Und Boyd kann die nicht erreichen. Ja, dann RIP an der Stelle oder Blizzard eventuell. Ich kann das nur von benachbarten Einheiten verwenden, wow. Nutzen. Ja, der kommt. Aber ich glaube, ich kann in derselben Runde etwas tauschen und den Stab einsetzen. Dann muss ich halt in der nächsten Runde wieder zurücktauschen. Mit zweiter Schritt würde es dann eventuell gehen. Wie viele stehen denn noch von denen? Kevin sind aber auch bei 2 Waffen wieder weg. Muss ich mal schauen, weil ich... Okay. Gefällt mir. Dann stellen wir die noch ein bisschen weiter nach vorne. Boyd Wurfball ist ganz gut, 1 bis 2er Range können die mit einem Langspannix ausrichten. Lassen wir den Gegner hier noch ziehen und dann beende ich den Part. Da hinten ist auch noch ein Haus. Oh ne. Komm, 14 wahrscheinlich. Quittet und macht 3 Schacht. Bruder, was ist gerade mit dem Game los? Es läuft gerade mit 70%, jetzt wieder auf 94. Nein! Nein! Okay. Wichtig, aber es darf kein weiterer da rankommen. Schwer der Endboss ist. In Echoes habe ich ihn sehr schwer vernommen. Fates sollte nicht so schwer sein, habe ich glaube ich mit in der ich glaube in Realma konnte ich den Boss in seiner Version One and Least nochmal Emblem Fates. Es gab Offenbarungen, das meine ich aber nicht. Vermächtnis war's. Bei den Legs läuft es ja ewig.
Wir sind schon wieder Piraten. Ja, Banditen. Ist ja nur dasselbe, würde ich sagen. Was? Ist denn so runter hochgekommen? Leute, kann ich noch jemand anderes heilen? Nein, ich glaube nicht. Es ist mir jetzt wichtiger, Zeiner zu erneuern. Ich würde sagen, erneuern machen wir in der nächsten Runde. Da haben wir einen Stab auf Range. Nein. Wait, wir machen es anders. Sie hier hin. Tausch. Lisa drüber. Stab, Heilung. Ja. Aber warte, ich wollte die Runde geil. Scheiße. Ich wollte den Part beenden, stimmt. Habe ich schon vergessen, weil das Game einfach zu viel Spaß macht. Ich außerdem herausfinden will, wer der schwarze Ritter ist, wenn ihr das auch wollt. Dann schaut auch den nächsten Part bis dahin und ciao.